Willkommen zurück zu Banjo-Tooie. Heute wollen wir uns mal wieder zu Mumbo Jumbo aufmachen, denn dieser soll diesmal das Zelt von Humba Wumba verkleinern, nachdem er es ja beim letzten Mal irgendwie vergrößert hat. Ja gut, das ist auch wieder zwei Parts her, ne? Von daher wollen wir alles wieder rückgängig machen, damit wir eine kurze oder eine kleine Verwandlung kriegen und so gesehen den Steinzeitmenschen erschrecken können und an ein weiteres Puzzleteil gelangen können. Es ist nicht viel. Ja, also wenn wir hier wieder Backtracking machen, dann können wir auf jeden Fall, wir können so Unmengen an Puzzleteile kriegen. Das ist halt echt schon unmenschlich. Die man, also das ist jetzt locker, es gibt locker 5 Puzzleteile, die wir mit Backtracking jetzt holen werden. Da bin ich mir sicher. Im Trampeltal, da können wir auf jeden Fall auch noch was machen. Da könnten wir vielleicht noch was machen. Aber, da will ich doch lieber auf spätere Moves hoffen. Und jetzt schaut euch das mal an. So, ich habe das jetzt bisher noch nicht, noch nicht angesprochen, weil ich gedacht habe, dass wir das nochmal aus der Luft betrachten könnten. Warte mal, wo ist denn die Luft? wo ist die Luft? Ne, wo ist denn hier, das Flugteil? Weil das will ich jetzt unbedingt mal zeigen, was sich Rare hier für einen Scherz erlaubt hat, mittels dieser Plattform. Es ist nämlich so, ja gut, man hat schon ein paar, ich sag mal, Späßchen eingebaut, die jetzt ein bisschen, die nicht sofort auffallen. Wir erinnern uns an Mr. Patch, der einfach mal, also Luftballons oder allgemein diese, diese also aufblasbare Figuren, die lassen sich ja immer ganz gut an so einem, wie soll man das beschreiben? Da gibt es halt immer so ein Ding, was, naja, okay, das lässt sich auch nicht beschreiben. Da, wo man halt pustet. Das klingt so scheiße, verdammte Scheiße. Okay, ja, es gibt, sagen wir mal, wir wollen Ball aufpusten, ne? Da gibt es da so einen bestimmten Punkt. Der wurde extra so konzipiert, dass man den auch aufblasen kann. So. Und damals hat sich Rare gedacht, ja gut, machen wir dieses Teil zum Aufblasen einfach mal an die Stelle, wo man, wo sich einige andere Leute blasen lassen, ne? So. Und was man jetzt hier gebracht hat, es kann aber auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass das unabsichtlich war. Oh, ist aber richtig hoch hier. Wenn wir jetzt hier runterschauen, dann, wie sieht das aus? ganz im Ernst, der Rare, es ist doch, es ist, ja gut, das wollte ich nur mal ansprechen, weil es kann ja sein, dass in Yooka-Laylee genau dasselbe passieren wird. Also nicht genau mit denselben Plattformen, aber dass man da wieder genau solche Scherze einbringen wird, dass, wo man sich denken wird, ja gut. Zum einen denkt man sich so typisch Rare, ja gut, sowas bringt man halt mal ein. Aber zum anderen ist, nee, Gott, andersrum. Also zum anderen ist es halt echt schon ein bisschen heftig, ne? Wollen Mumbo Hilfe? Ja, mach das Ding mal. Mach mal wieder Humba Wumbas Zelt wieder kleiner. Damit uns das ein bisschen weiterbringt. Wir können auch diese Verwandlung, also diesen Zauber rückgängig machen. Das unterscheidet den Zauber von anderen. Speziell diesen Mumbo-Zauber. Dieser Schamane. Er ist der böseste Schamane aller Schamanen. Er hat die bösen Schamanenkräfte. Er ist auf der dunklen Seite der Schamanenkräfte. Schamanenmächte, wenn überhaupt. So. Kann man das abkürzen, oder? Nee, kann man nicht. Okay. Schauen wir uns das noch einmal an. Das Zelt wird wieder geschrumpft. Aber wir dürften als T-Rex eigentlich alles gemacht haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Man könnte auch, theoretisch ein weiteres Cheeto-Papier holen, indem man fliegt. Aber da bin ich jetzt nicht so, vom Schädel. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so drauf aus bin, da nochmal nachzuhaken, weil wir ja sowieso nochmal in die Welt zurückgehen müssen. Ja. Wir werden auf jeden Fall nochmal in jede Welt zurückgehen. Das ist, ich denke mal, das ist logisch. Weil es so viel gibt, weil, dass wir, es gibt halt echt viel, was wir noch nicht geholt haben. Was man hätte holen können. Ja. Da sollte man sich im besten Fall auch besser anstellen. So, Banjo. Geh mal weiter. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ob ich diesen Code jetzt einlösen kann oder nicht.
Nochmal in Humba Wumbas Zelt und wir werden herausfinden, dass wir nicht mehr zu einem massiven oder massigen, man braucht ja immer Masse, ne, immer Muskelmasse, dass man nicht zu einem muskelmassigen T-Rex wird, sondern eher zu einem, der auch durch kleine, enge Wege passt. Sagen wir es, nennen wir es mal so. Ich habe das Gefühl, es heilt hier so ein bisschen. Ab und zu muss ich mal so, so Schränke aufmachen oder so, dass das nicht so ganz so heilt. Das ist immer so eine andere Taktik. Okay, das ist Baby Rex. Mit dem kommen wir auch ganz schön weit. Ah, hier gab es noch irgendwas zu holen, das weiß ich. Jetzt können wir auch mit den anderen Dinos kommunizieren. Ja, komm. Ja, wir müssen erstmal mit einem anderen Dino reden, bis wir brüllen können. Das war nämlich so mein Hauptproblem bei dieser Verwandlung, dass ich nicht wusste, wie man brüllt. Weil ich drücke auf B und nichts passiert, weißt du? Ist doch logisch. So. Wow, ein neuer Dinosaurier. Was bist du? Ein grässlicher T-Rex. Wow, so grässlich bist du gar nicht. Du weißt doch noch nicht mal, wie man richtig brüllt, oder? Nein, ich glaube nicht. Aber es ist doch ganz einfach. Drücke B, um kurz zu brüllen und halte B gedrückt, um ein donnerndes Gebrüll loszuwerden. Danke. Los, brüllen wir jemanden an. Okay. Wen wollen wir denn anbrüllen? Wir können Wände anbrüllen. Das bringt immer sehr viel im Leben, wenn man anfängt, Wände anzubrüllen. Aber dann kommt man meistens auch in eine klinische Anstalt. Anstalt? Ja, doch. Weil es dann schon sehr an Geisteswahnsinn grenzt. Oh. La-da-da-da-da. Was ist denn der richtige Weg? Ja, cool, jetzt haben wir ein weiteres Cheeto-Papier. Aber ich meinte eigentlich ein ganz anderes, wo man mit Fliegen noch hinkommen könnte. Die Frage ist, fällt der wie ein Stein runter? Nee, ne? Doch. Der kleine Dino fällt wie ein Stein runter. Kann natürlich hier unten auch die Luft anhalten. Vollkommen logisch. Jetzt ist nur so die Sache, wo wollen wir... wie kommen wir nach oben? Über Warps wahrscheinlich, ne? Ja, doch. Ich habe da eigentlich einen ganz anderen Weg im Hinterkopf, aber wir müssen das jetzt wirklich über den Terry machen. Über diesen Terry-Warp, der hier noch existiert. Das ist die falsche Richtung. Und die anderen Dinosaurier greifen uns auch immer noch an. Jedenfalls die Flugsaurier. Wir sind so weit oben. Da fühlen sie sich schon ein bisschen beleidigt. Was, wenn man da reinfällt? Ist man da nicht schon ein bisschen gedoomt? Ich meine, in diesem Wasser, da könnte man eigentlich nur durch den Wasserfall rauskommen. Was anderes gibt es da nicht? Naja, egal. Ist jetzt nicht mein Problem. Ich suche nur noch einen Weg nach dort unten. Nach dort unten zu kommen. Auch ganz knapp. Hier ist es doch, oder? Es war doch direkt hier um die Ecke. Ach so, ich hätte auch einfach hier hochkommen. Ja, okay. Man kann sich das Leben auch leichter machen, ne? Also theoretisch. Praktisch habe ich das jetzt nicht getan. Okay, aber wir müssen nach links, nicht nach rechts. Das war schon der richtige Weg. Also wissen wir jetzt auch schon den Weg, wenn wir hier wieder hoch wollen. Dann müssen wir nicht mal zwingend den Warp nutzen. Oh! Hauptsache erstmal schräg stellen. So, wie ist denn jetzt der Code, ne? Steht der hier auf dem Blatt? Wenn ja, dann bin ich schon ein bisschen angepisst. Erst wenn das geheime Lied des Dinosauriers erklingt, wird das Puzzle nur dein sein. Dann machen wir mal kurz. Kurz. Lang. Kurz. Lang. Lang. Also kurz, kurz, lang. Kurz, lang, lang. Das ist ziemlich eingängig. So. Aber wir hatten da ja noch jemanden zu erschrecken, das weiß ich noch. Das habe ich nicht vergessen. Was ist hier? Okay, das ist auch mal interessant. Das ist bestimmt so eine weitere Abkürzung. Bestimmt nach oben. Das ist auch der Dinosaurier, scheiße. Ach, das ist jetzt das Zelt von Humba Wumba. Ja gut. Ich würde aber trotzdem gerne diesen Typen da erschrecken, der mir die ganze Zeit auf den Sack geht.
Durch seine pure Präsenz. Einfach nur, weil er da ist. Ist schon ekelhaft. Ja gut, das ist der falsche Weg. Ich glaube, der selber kommt jetzt nicht mehr dahin. Boah, und als T-Rex kann man auch keinen Fallschaden nehmen. Das ist schon ein bisschen overpowered, ne? Muss man echt mal sagen. Boah, der gewaltige Dinosaurier. Boah, ein urzeitliches Monster, wenn es überhaupt die Urzeit war. Keine Ahnung, ich habe nicht Geschichte studiert. Das ist eine ganz andere Geschichte. So, mal sehen, was er zu einem Dinosaurier sagen wird. Ne, Dinosaurier, ey, nur für geladene Gäste, ne? Also, ja, verpiss dich, komm schon nicht durch. Hm? Will ich mal sehen. Du sei okay. Ich dich lassen gehen. Ach so, ja, ja, okay. Ist als so doch ein geladener Gast. Versteh schon. Vollidiot, ey. Ich hab gedacht, er würde wegrennen oder so. So, das Ding ist auf. Jetzt würde er uns auch theoretisch immer wieder durchlassen. Das ist halt so der Trick bei der Sache. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, in diese Höhle reinzukommen. Und ich hoffe, wir werden es nicht verpassen, in diese Höhle reinzugehen, wenn es soweit ist. So, wo ist denn Humba Wumbas Zelt? Ist doch direkt hier in der Nähe. Müsste eigentlich hier durchgehen, ne? Ja, doch. Dann können wir uns wieder zurückverwandeln und im Grunde haben wir dann eigentlich auch alles geschafft, was wir hier im Pterodactylus-Land so holen können. Ich habe jedenfalls nicht in Erinnerung, dass es noch irgendwas anderes gibt. Ja, was soll es denn noch sein? Ich meine, wir haben jetzt so ziemlich jede Verwandlung durchgekriegt. Wir können doch mal auf den Bestand an sich gucken. Und wir können auch mal so philosophieren, ja, welche Puzzleteile oder Puzzlos haben wir denn noch gar nicht geholt? Ich glaube, das ist logisch. So kann man es auch ausgleichen oder abgleichen. So, wir gucken mal direkt in die Gesamtübersicht. 5 fehlen uns. Okay. Ein Cheeto-Papier, damit kann ich leben. Ein Jinjo, damit kann ich theoretisch nicht leben. Aber welche Puzzleteile fehlen denn jetzt erstmal? Puzzleteile. Terry selber. Trampelpfad, mindestens ein. Da wahrscheinlich auch ein Jinjo. Der Familie. Dem Wasser, also das Wasser einfüllen. Wofür wir auch im Grunde das Cheeto-Papier brauchen. Ja, und irgendwas anderes. Das werden wir schon sehen. Irgendwas, woran ich jetzt nicht gedacht habe. Wahrscheinlich nochmal irgendwo im Trampelpfad. Das heißt, wir haben im Grunde, wenn wir es so sehen, geschafft, das ganze Level. Ist ja toll. Gibt's hier ein Warp? Ich fühle mich verarscht, wenn hier kein... Ah, da, okay. Dann gehen wir mal wieder zum Eingang der Welt. Denn das haben wir jetzt auch geschafft. Ah, wundervoll. Pterodactylus-Land. Super schnell geschafft. Super schnell. Wir werden natürlich später... Ist der Ausschlag eigentlich so groß? Ich muss vielleicht ein bisschen näher rankommen, aber der sieht jetzt echt... Ah, okay, der ist... Der sieht halt echt winzig aus bei mir gerade. Nicht so klein wie bei den Fail-Aufnahmen von Toadette's Track, sondern halt wirklich, also an sich schon winzig, so vergleichsweise. Egal. Wir werden jetzt mal zurück zur mystischen Mulde gehen und da die wahrscheinlich letzte mystische Mulde da. Die wahrscheinlich letzten Dinge einlösen. Minispiele, Puzzlelos. So. Aber nicht vergessen, nur Speisen von McPuzzle erlaubt. Deswegen, ne? Okay, ich glaube, wir können noch nicht die letzte. Also wir haben jetzt... Ich weiß gar nicht, wie viele Welten haben wir denn schon freigelegt. Jetzt machen wir auf jeden Fall die 6. auf. Von 8. Und dementsprechend wird das eigentlich... Es reicht auf jeden Fall nicht für das Finale. Da brauchen wir noch einige Puzzleteile mehr. Ich glaube, man will sicher gehen, dass wir vor Ende des Spiels eine gewisse Anzahl an Leveln betreten haben. Würde ich auch so machen. Also, wenn ich so ein Spiel machen würde, ne, so rein theoretisch, würde ich auch wollen, dass man mindestens jede Welt einmal betreten hat. Oder halt untersucht hat. Auf einer gewissen Art und Weise, auf einer gewissen Basis. Weil ansonsten wäre das ja so, ja gut, ich sammle jetzt im ersten Level, die 70 Sterne oder ich sammle halt jetzt die ersten 70 Sterne und die anderen sind mir egal in Regenbogen Boulevard oder so. Das ist jetzt natürlich das Extrembeispiel in Super Mario 64, aber wobei das waren 60 Sterne, nee, das waren 70.
In Galaxy waren das 60. Deswegen war Galaxy auch ein bisschen lamer. Wenn man einfach die Hälfte braucht. So. Ja, aber 70 ist schon so ein bisschen besser. So, die Hälfte ist halt auch ein bisschen zu wenig. Aber das Ding ist halt, in Galaxy, da kannst du 15 Sterne erst dann bekommen, wenn du wirklich den letzten Boss bekommen hast, also besiegt hast. Das heißt, man musste da schon die Sternrate ein bisschen erniedrigen. Erniedrigen. In Grund und Boden stampfen. Siehe die Macht des gewaltigen Puzzlo. Wo denn? Ba, 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 da, ba. Ach stimmt, den Korb werde ich mitnehmen. Ich würde gerade wieder denken, ja gut. Nehmen wir doch Mumbo wieder zur Hand, aber der ist ja nicht da. Also doch, der ist ja theoretisch da, aber... Wir brauchen dann den Move wahrscheinlich aus den... Eishagelgipfeln? Steinhagelgipfeln? Nee, das war... Das wird man ja sehen. So. Für Aufgabe 8 hat er nicht genügend Puzzlos. Kehre er zurück, wenn er genügend gesammelt hat. Oh mein Gott, wir haben nicht genug. Das verwundert mich aber jetzt. Ah, nicht wirklich. Hexoland, mystische Mulde. Ach, wobei, das ist jetzt nicht das nächste Level. Quatsch! Es fehlt auch ein ganz anderes Level. Warte mal, wir müssen nochmal zur hohen Klippe, weil wir haben auf jeden Fall noch ein anderes Level freigelegt. Und das würde mehr Sinn machen, da direkt hinzugehen. Ja gut, haben wir schon mal Welt 7 freigelegt. Nicht Klippe. Wie will ich denn hier hin? Ich habe nur gerade die Klippe gesehen. Ödland, da wollen wir hin. Vom Ödland kommt man nämlich noch ein bisschen weiter. Das ist zwar vergleichsweise, man würde denken, jetzt wirklich die letzte Welt, weil das so nah am finalen Boss gelegen ist. Also das ist wirklich die Welt, die am nächsten am finalen Boss liegt. Aber das ist halt von der Nummerierung nicht so. So. Ah, das ist auch meine Lieblingswelt aus dem Spiel, denke ich mal. Ja, oder? Mayaos Tempel war da noch ein bisschen angenehmer. Die guten alten Zeiten, wo man nur eine Stunde für ein Level gebraucht hat. So, Sumpfgebiet, Hexoland. Was ganz Neues. Achso, das ist nur der... Ich habe jetzt mit einem Ginger... mit einem Dingens gerechnet. Mit einem Typen. Der sich nennt Jumjars. Und sein Name... Wie war das? Und sein Name war Jumjars? Nee, warte mal. Ach, keine Ahnung. Egal. Und sein Name war Jumjars? Irgendwie sowas. Okay, wir betreten die Grunti GmbH und merken schon direkt, dass wir ein kleines Problem haben. Wie sollen wir reinkommen? Das ist ja das schlimmste Problem, das wir jemals in Banjo-Kazooie hatten. Warte mal. Nee, wobei, das ist ja doch scheißegal. Wir können... Was man sich merken kann, ist, dass man hier an den Rändern entlanglaufen kann und so gesehen keinen Schaden kriegt. Das ist auf jeden Fall sehr witzig. Witzig und, ist jetzt nicht nötig. Oder so, scheiße. Okay, Ränder. Ränderdistanz. So. Wir laufen das Level jetzt einfach mal ab. Was haben wir denn hier drin? Ein Schalter. Der was macht? Irgendwas öffnet. Aber wir sehen schon, dass wir eine ganze Fabrik vor uns haben. Ach, ein Jinjo. Du bist mir einfach mal scheißegal. Du bleibst, wo du bist. Haben wir vielleicht hier den Schalter? Ich suche so einen ganz bestimmten. Ja, das sind auch die falschen Schuhe. Das sind die Profi-Flop-Schuhe. Aber du hast sie, du kannst sie erst benutzen, wenn du mich gefunden hast. Ah, da drüben ist wahrscheinlich der Schalter. Schrei. Ist auch interessant, wie die hier schreien. So. Ist natürlich richtig interessant. Ja, dass du ein Minjo bist, das war schon so abzusehen. Ich suche eigentlich nur den Schalter. Den ich jetzt natürlich nicht finde. Aus komischen Gründen, die... die da wären. Ich finde es einfach nicht. Jetzt sind wir zu weit außerhalb dieses Randes gewesen. Weshalb uns dieser Gegner auch direkt mal treffen konnte. Also wenn man in den Rändern laufen, dann ist man sicher. Und hier ist wieder der Eingang. Wir sind einmal um die ganze GmbH gelaufen. Das ist jetzt nicht so toll, ne?
Oder bin ich jetzt einfach nur blöd? Also entweder bin ich blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Nee. Ich sehe, aber ich muss doch hier... Oder kann man hier vielleicht noch irgendwie... Ist hier der Schalter? Ach, der Schalter ist hier, okay. Ah! Da habe ich gedacht, das wäre ein bisschen weiter entfernt, aber nö. So, jetzt ist der Bahnhof zur Grunti GmbH auf. Und wir können im nächsten Part von hinten durchkommen. Das heißt, es gibt im Grunde jetzt nur noch den Weg durch diese... durch den Bahnhof reinzukommen. Es sei denn, man glitscht sich durch, das wäre auch noch die Alternative, aber... Ich glaube nicht, dass ich da dieser Aufgabe gewachsen bin, mich durchzuglitschen. Das wäre ein bisschen zu... Ist halt auch mit sehr viel Präzision verbunden. Und darauf habe ich keinen Bock. Ja, wir sehen uns im nächsten Part von Banjo-Tooie. Werden wir die Grunti GmbH betreten. Dann auch richtig, dann kriegen wir ein paar Moves und können vielleicht sogar in anderen Welten ein bisschen was aufräumen.